Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monia und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du diesen kleinen Pumpkin Bear in dein Bullet Journal malst. Dafür brauchst du zunächst einmal dein Bullet Journal. Ich habe hier das Coral Pattern, aber du kannst natürlich nehmen, was immer du magst. Dann ein paar Bleistifte und ein paar Buntstifte. Ein Radiergummi ist immer ganz wichtig. Und natürlich ein Micron Fineliner. Und wenn du das alles hast, dann kann es auch schon losgehen. Selbst wenn du glaubst, überhaupt nicht malen zu können, verspreche ich dir, wir kriegen diesen kleinen Pumpkin Bear in dein Bullet Journal. Du beginnst ganz einfach mit geometrischen Figuren, nämlich alles, was du malen willst, besteht letztendlich aus irgendwelchen geometrischen Figuren. Hier würde es ein Kreis tun, ich mache den schon so ein bisschen eckig und natürlich zwei ovale Kreise links und rechts als Ohren. Du siehst, ich zähle die Punkte ab, ja, damit ich ungefähr die gleiche Größe habe und dann beginne ich damit, das Gesicht des kleinen Bären zu malen. Du kannst das hier natürlich auch erst später ausarbeiten, das bleibt ganz dir überlassen. Lass dich jetzt hier gar nicht erschrecken, das ist alles viel leichter als du denkst. Obwohl ich jetzt hier schon anfange zu stricheln, kannst du einfach zwei Ovale malen, ja? Also ein Oval für den Oberarm und ein Oval für ja, die Hand, also die Pfote. Und das machst du auf jeder Seite, dann hast du im Prinzip vier Ovale, die in einem Gelenk zusammen sind. Und dann kommt einfach der Kürbis dazwischen, ja, wieder mit einem Kreis und dann arbeite ich hier an den Beinen, auch nicht sehr geschickt für dieses Video, ja. Ich hätte wieder besser einfach mit Ovalen arbeiten können, weil dann wäre es jetzt für dich ein bisschen einfacher gewesen. Aber wenn du das alles runterbrichst in geometrische Figuren, dann ist es auch so einfach, ne? Und ich habe noch ein extra Video gemacht, wie man Kürbisse malt. Ja, das kannst du dir noch ansehen, weil hier werden die Kürbisse einfach so ein bisschen, ja, reingemalt, reingepackt. Ja. Du kannst es natürlich genauer anschauen, wie ein Kürbis gemalt wird. Und da gibt es auch ein passendes Tutorial zu. Ja, kannst du dir ja mal anschauen. Ja, an dieser Stelle bin ich schon bei den Details. Ja. Ich fange jetzt an, hier ein paar Blätter zu malen und dem Bärchen ein paar Haare zu geben. Also im Prinzip kümmere ich mich um die Details und arbeite die hier auch auf. Du siehst schon, die Blätter sind einfach so ein paar gezackte Linien. In der Mitte kommt ein Strich rein und das war es auch schon. Ich kümmere mich auch gar nicht darum, dass das Ganze jetzt ein bisschen überlagert wird. Das machen wir gleich, wenn wir mit den Buntstiften daran arbeiten. Dann sieht man das hinterher nicht mehr. Ich beginne dann alles mit dem Micron Fineliner nachzuzeichnen. Ich möchte schon einen schwarzen Rand haben, bevor ich dann letztlich anfange, den kleinen Bär zu kolorieren. Du kannst das natürlich weglassen, er muss keinen schwarzen Rand bekommen, das ist up to you, ganz wie dir das gefällt. Aber ich finde, es kommt hinterher schön raus, wenn er es denn hat. Ja, nachdem der Bär jetzt fertig ist, kümmere ich mich hier um den Titel, also Hello Oktober, und versuche das wieder so ein bisschen mit Kalligrafie. Das heißt, alles, was nach unten läuft, wird etwas dicker gemalt und dann kommt das ein bisschen besser raus. Also ich finde, das sieht dann richtig schön aus. Die schwarze Linie hilft mir natürlich auch dabei, jetzt gleich alle
Bleistiftlinien auszuradieren, ja. Also alles, was vorher vielleicht im Vordergrund stand und danach im Hintergrund, wenn ich etwas drüber gemalt habe, das verschwindet jetzt, weil jetzt habe ich ja nur noch die Linien dagelassen, sozusagen, die vorne stehen sollen, und dann habe ich da auch keine Überschneidung mehr. Und wenn dem so ist, kann ich anfangen, den kleinen Bär zu kolorieren, ja. Und das mache ich auch mit einem hellen braunen Stift. Also ich hätte eigentlich noch lieber ein noch helleres Braun gehabt, aber du siehst schon, das gibt mein Farbkasten hier nicht her. Wenn du das Ganze ein wenig, ja, in 3D haben möchtest, ein bisschen dimensionaler, dann musst du mittig immer ein wenig heller malen und an den Rändern immer etwas dunkler. Das Ganze verleiht der Sache dann Plastizität. Wenn du das nicht möchtest, dann tut es den Trick. Aber auch, man kann das nämlich auch einfach ganz flach kolorieren. Manchmal gar nicht so einfach, das mit dem Farbstift hinzubekommen. Ja, eigentlich sind die da schon für gedacht, dass man das ein bisschen, ja, dicker, also ein bisschen dunkler macht und ein bisschen heller. Aber wenn es nicht so ganz klappt oder die Farben da nicht 100% für geeignet sind, ja, dann kannst du es auch einfach nur einfärben. Ja, das sieht auch sehr schön aus. Ja, und dann haben wir es auch schon geschafft. Der kleine Bär ist fertig. Vielleicht hätte ich mir das gewünscht, dass alles ein bisschen, ja, kleiner ist hier, ne? Irgendwie, ja. Ich hoffe trotzdem, dir hat dieses Tutorial gefallen und du malst ganz fleißig einen kleinen Pumpkinbär nach. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Vielleicht abonnierst du auch unseren Kanal und hinterlässt uns einen Kommentar. Und dann freue ich mich darauf, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, tschüss!